Das Corona-Jahr war für mich herausfordernd. Auf und ab, Hoffnung, Sacrifice, Verunsicherung, Adaptation, ermüdend, Garde Espoir. Jung sein ist eigentlich viele Leute kennenlernen, viele Gespräche führen, viele Sachen ausprobieren und viele Sachen sind einfach nicht möglich oder eingeschränkt möglich. Pour moi, être jeune en 2021, c'est l'envie de faire des rencontres, l'envie de se cultiver, mais nous, néanmoins de ne pas avoir forcément la possibilité de pouvoir se cultiver ou de rencontrer d'autres personnes. Ich finde es total schade, dass mein zweites Semester auch wieder alles online leider nur stattfindet und ich meine Kommilitonen, die ich im Winter noch gar nicht richtig habe kennenlernen können, dieses Semester auch noch nicht kennenlernen kann. Was sehr schwierig war für mich bezüglich Corona, ist vor allen Dingen meine Fernbeziehung zu meinem französischen Freund. Manchmal weiß ich eben nicht, ob ich nächste Woche noch hochfahren kann. Pour essayer un peu de contrer l'effet de la pandémie, je pense que c'est important de toujours garder contact avec ses proches, de prendre des nouvelles. 2021 jung zu sein heißt vielleicht nicht das Leben führen zu können, was man gerne geführt hätte, Pläne irgendwie verschieben zu müssen, im Großen und Ganzen einfach zurückstecken. En même temps, je dirais aussi qu'être jeune en 2021, c'est pas une fatalité. En 2022, en 2023, on sera toujours jeune. Il est important en tout cas en 2021 de s'engager pour ce qui nous est cher, que ce soit sur le plan personnel ou sociétal quand on est jeune.